Wir freuen uns. Das Domkapitel. Wir sind voller Dankbarkeit. Und ich darf Ihnen sagen, dass wir sehr gespannt auf diesen Tag und auf diesen Moment gewartet haben. Ich freue mich, dass Sie zu so vielen gekommen sind, dass der Dom in kürzester Zeit den Ruf gehört hat, dass ein neuer Bischof ernannt worden ist in Rom und heute hier bei uns in Hildesheim. Aber bevor wir diese Nachricht mitteilen, hören Sie das Mittagsgeläut, sodass ich Sie einlade, dass wir zuallererst uns auch betend versammeln vor dem Gott, der uns beruft und uns auf unserem Weg begleitet. Ich lade Sie ein, dass wir das Regina Coeli miteinander beten. Freu dich, du Himmelskönigin, Halleluja. Er ist auferstanden. Ich bitte, dass Sie sich setzen. Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich, dass nach 7 Monaten Sedis Vacans heute der neue Bischof von Hildesheim zugleich in Rom und hier bei uns in Hildesheim bekannt gegeben wird. Am 9. September des vergangenen Jahres wurde der altersbedingte Rücktritt unseres verehrten Bischofs Navratilla, den ich hier herzlich auch unter uns zusammen mit Weihbischof Keutz willkommen heiße, angenommen. Von Herzen danken wir als Domkapitel dem Heiligen Vater für die Ernennung eines neuen Bischofs. Schon jetzt darf ich Ihnen sagen, dass der Heilige Vater in ganz besonderer Weise an dieser Ernennung mitgewirkt hat. Gleichzeitig sage ich auch seinem Nuntius in Deutschland, Erzbischof Dr. Nikola Eterowitsch, von Herzen Dank, dass er durch seine Mithilfe beigetragen hat, so schnell, zügig und unkompliziert den Bischofsstuhl des Bistums Hildesheim mit einem neuen Bischof zu besetzen. Mit dem heutigen Tag um 12 Uhr hat der Heilige Vater nach vorheriger Wahl durch das Domkapitel an der Hohen Domkirche zu Hildesheim den Generaloberen, der Herz-Jesu-Priester, Pater Dr. Heiner Wilmer, zum 71. Bischof von Hildesheim berufen und ernannt. Habemus Episcopum. Deo gratias. Als Domkapitel freuen uns sehr über das Kommen von Pater Wilmer als 71. Bischof von Hildesheim. Wir haben ihn gewollt und sind tief dankbar, dass er die Wahl angenommen hat. Ich habe auf ganz persönliche Weise spüren dürfen, wie sehr er sich jetzt auf seine neue Aufgabe einlässt und sich auch darüber freut. Er selbst schreibt, nach der anfänglichen Überraschung, Sprachlosigkeit und einer gewissen Lähmung bin ich nun guter Dinge. Ja, ich freue mich aus ganzem Herzen. Ich freue mich auf die Menschen im Bistum Hildesheim, und zwar auf alle, auf die Jungen und Alten. Ich freue mich auf die älteren Menschen, auf ihre Weisheit sowie ihr religiöses und kulturelles Gedächtnis. Ich freue mich auf die jungen Menschen, auf ihre Keckheit, ihre Kreativität und ihre Suche nach Orientierung. Ich freue mich auf die Einheimischen und Zugewanderten, die Fremden und Obdachlosen, die Kranken und Gefangenen. Ich freue mich auf die Katholiken, die evangelischen Schwestern und Brüder, die Jüdischen, die Andersgläubigen und Nichtgläubigen und jene, die mit Gott und der Religion hadern. Ich freue mich auf unmittelbare Begegnungen, auf die Zusammenarbeit mit den Hauptamtlichen und den Ehrenamtlichen. Es bewegt mich das enorme Vertrauen, dass das Domkapitel und die Vertreter des Bistums, den Nuntius und natürlich nicht zuletzt der Heilige Vater, mir entgegenbringen.
Ich freue mich auf die Verkündigung der Botschaft Jesu. Ich freue mich auf das Beten der Psalmen, die gemeinsamen Gottesdienste, nicht zuletzt auf die Krisa-Messe mit den Jugendlichen. Ich freue mich, dabei mitwirken zu dürfen, gemeinsam den Blick auf Gott zu richten, im Zentrum unseres Lebens. Mit Hochachtung erfüllt mich, wie Bischof Norbert Redde seit 2006 das Bistum geleitet hat. An seine Einführung erinnere ich mich gut. Zu der Zeit habe ich in Niedersachsen gearbeitet. Weihbischof Nikolaus Schwertfeger führt das als Diözesanadministrator das Bistum in der Übergangszeit. Weihbischof Heinz-Günther Bongertz ist als Domdechant für das Wahlverfahren des neuen Bischofs zuständig. Mit beidem stehe ich in engem Kontakt. Auch über die weitere und noch engere Zusammenarbeit freue ich mich sehr. Ein Großteil des Domkapitels wird Pater Wilmer bald in Rom besuchen. Vom 7. bis 10. Mai ist beabsichtigt, dass Pater Wilmer zum ersten Mal in sein neues Bistum kommt. Wann die Bischofsweihe sein wird, steht noch nicht genau fest. Wahrscheinlich im September. Ich habe oft in den vergangenen Wochen in den Fürbitten der Gottesdienste gebetet. Gott möge uns einen Bischof schenken, der ganz aus dem Evangelium lebt, der den Menschen glaubensstark zugewandt ist, der ganz in der Haltung der Liebe zu Gott und den Menschen das Bistum leitet und der mit Hoffnung und Zuversicht den Weg des Glaubens gemeinsam mit allen Gläubigen im Bistum gestaltet und vorangeht. Von Herzen wünsche ich uns diese Erfahrung und bitte Gott, er möge den Weg unseres neuen Bischofs mit uns durch seinen helfenden und beschützenden Segen begleiten. Rufen wir Gott an, dass wir zusammen mit unserem neuen Bischof Pater Dr. Heiner Wilmer durch unser gemeinsames Kirchensein den gekreuzigten und auferstandenen Herrn zukünftig für alle Menschen in unserem Bistum freudig und hoffnungsvoll bezeugen.